Die bundesdeutsche Spionageabwehr hat nach Informationen des NDR einen Agentenring enttarnt, der über Computerleitungen in Militär-, Forschungs- und Wirtschaftsdateien eingedrungen ist und die Informationen an das KGB weitergegeben haben soll. Mehrere Wohnungen in Berlin und Hannover wurden heute durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. 3 Personen wurden festgenommen. Eine fluchtartig verlassene Wohnung in Hannover. Wie man jetzt weiß, eine Zentrale des Spionagerings, der heute aufgeflogen ist. Von hier aus waren 3 deutsche Hacker per Telefonleitung in die wichtigsten militärischen und wissenschaftlichen Großrechner des Westens eingedrungen. Sie waren angestiftet worden von 2 Verbindungsmännern des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Mit ihren Heimcomputern erbeuteten die Hacker sensible Daten und Programme aus den USA, Europa und Japan. Die heiße Ware wurde über den Bahnhof Friedrichstraße nach Ost-Berlin gebracht und in diesem Hochhaus abgeliefert. Geheime Zugangscodes unter anderem für abgeschirmte Rechner im US-Verteidigungsministerium, im zentralen SDI-Waffenlabor und in Raketenforschungszentren der NASA. Außerdem wurden dem Osten die elektronischen Schlüssel für Computer europäischer Raumfahrt- und Kernforschungszentren geliefert. Wenn sich aber der vorliegende Verdacht bestätigt, haben wir es hier ganz sicherlich mit einer neuen Qualität gegnerischer Ausspähung unserer Datennetze zu tun. Das heißt mit anderen Worten, dass wir zwar mit einem solchen Versuch gerechnet haben, aber dennoch sehen müssen, dass wir hier eine konsequente Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten zum Eindringen in unsere Datennetze genutzt hat. Die deutschen Computerspione drangen auch in die Großrechner westlicher Elektronikkonzerne ein, die an der Entwicklung modernster Mikrochips und anderer Zukunftstechnologien arbeiten. Die Konsequenzen aus der Revolution in der Spionage können nach Meinung westlicher Experten noch gar nicht abgeschätzt werden. Mehr über die Computeragenten in den Tagesthemen und in einer ARD-Sondersendung um 23 Uhr.